Was man hier sieht, ist der Inhalt von der Greifzugkiste aus dem HLF. Ich habe das MZ16 ersetzt mit 2x800 Kilo. In dem Fall ist die Bauform deutlich leichter, deutlich kompakter als das MZ16. Und von der Zugkraft, die 800 Kilo reichen dicke aus, in den meisten Fällen. Wenn es ein bisschen mehr sein soll, kann ich noch eine Umlenkrolle reinsetzen. Was man hier hat, das ist die klassische Bauform, wie wir sie aus der Feuerwehr kennen, hier. Das andere ist der TU, also die alte Bauform, die mir aber deutlich besser gefällt, weil sie wesentlich einfacher einzusetzen ist. Vom Gewicht her, was man sieht, ich habe hier eben die 20 Meter Stahlseil voreingefädelt im Greifzug drin. Das heißt, ich kann sofort einsetzen. MZ16 könnte man sich überlegen, ob man nicht auch, also von Haus aus belastet, vorangestellt, 3-4 Meter Stahlseil drin hat mit dem Hakenende. So, jetzt werde ich es einsetzen, dass man sieht, wie schnell das geht. Ich habe jetzt hier vorbereitet. Was wir hier haben, ist ein Anker, der ist vorbereitet am Baumstumpf hier. So, wie man sieht, das hier ist sehr schnell eingesetzt mit dem großen Haken. Das geht wesentlich schneller als im alten Greifzug. So, wenn ich jetzt alleine das Ganze benutze, muss ich nur sicher gehen, dass er offen ist. Der ist jetzt hier offen. Ist das Abrollen. Das Abrollen kann man sich vereinfachen, indem man so eine Rolle setzt. Ich kann hier nochmal das PRT benutzen. So, sicherstellen, dass es offen ist. Und dann rollt es auch schön ab. Hier ist mein vorbereiteter Anschlagpunkt. So, nochmal zurück. Jetzt ist er klar zum Einsatz. Ich habe noch mein Hebelrohr. Ich bin klar zum Ziehen. So, was man jetzt sieht, ist einfach, wie einfach das ist und wie schnell das geht, dass man ihn alleine einsetzt. Von der Zeitersparnis ist enorm gegenüber dem normalen MZ16.